Bin wieder da. Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Und wir sind wieder im Ödland, im Commonwealth, mit Nachtsicht. Hatten wir auch noch nicht. Oh. Geht's dann weiter? Was? Egal. Ja, Palindanz. Ist einfach so neben mir aufgetaucht. Ich habe meine Rüstung verloren. Nein. Ich habe die natürlich schon abgelegt und so, ne? Im Commonwealth. Ich bin noch mal kurz zurückgereist und so. Egal. Magie. Wir sind hier noch bei den Haus der Nakanos und Mama, müssen Papa, sie nach Hause bringen. ich bin wieder da. Kasumi? Freudige Wiederkehr. Meiner Kleinen geht es gut. Willkommen zu Hause, Kasumi. Schön, wieder hier zu sein. Du hast meine Tochter gerettet. Danke. Und jetzt werde ich bezahlt. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, du hast unsere Familie wieder vereint. Kasumi, heißt das? Du weißt, dass wir deine Eltern sind, oder? Du bist kein Sint. Ich weiß, Mama. Entschuldige. Ich war nur so verwirrt. Ich wollte weg. Irgendwohin. Schon gut, Kasumi. Du bist jetzt zu Hause. Pass gut auf dir auf, Kenji. Man weiß nie, wann einem die Familie genommen wird. Ich bin Ja, froh, dass ich du rede das aus verstehst. persönlichen Erfahrungen. Die Welt da draußen ist schlimm. Wir haben nur einander. Wir müssen noch über etwas sprechen. Deine Belohnung dafür, dass du meine Tochter heil zurückgebracht hast. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber mein Vater hat das Commonwealth bereist. Er hat uns einiges hinterlassen. Ich habe alles beim Haus vergraben. Ich bin kein Entdecker wie er. Ich brauche die Sachen nicht. Du vielleicht schon. Was sind das für Sachen? Dinge, die er auf See gefunden hat. Oder in den Städten, die er besuchte. Ich habe sie mir nie richtig angesehen. Danke, Kenji. Du hast es dir verdient. Du bist Ja, weit habe ich. gereist, um Antworten zu finden. Danke nochmal. Du hast meine Familie gerettet. Das vergessen wir dir nie. Kein Ding. Mach ich doch gerne. Wir sind wieder eine Was muss ich Familie. ja hier machen? Genau so sollte es sein. Kasumi. Mir war nicht bewusst, was ich Kenji und Ray zugemutet hatte, was sie verloren haben. Okay, ich spreche mit Ellie. Halt. Ach ja, wir haben ja den Auftrag angenommen von der Detektiv, Detektei. Na, wo sind diese Dingens? Da, halt. Okay. Zeig mal. Kann doch bestimmt nichts Interessantes sein. Ich habe ja schon viele geile Sachen. Was am Ende? Geh jetzt irgendwo rein? Okay. Riesige Truhe. Einfach irgendein random Teil. Super. Es geht. So, dann müssen wir noch zu Ellie zurück. Crater Street. Oh Gott. Oh. Wir können immer noch den Leuten hier von Dings hier berichten, von den Sins in Arcadia. Okay. Wäre ein bisschen unproduktiv, nachdem ich das alles gemacht habe auf Farbe. Aber okay. Also, ich war in den Aufnahmen, sind wir jetzt schon lange nicht mehr in Diamond City gewesen. Aber ich privat natürlich schon hin und wieder immer. Sachen kaufen, verkaufen und so was alles. Ah, guck mal, vor allem jetzt sieht man aber wieder was. Ist das schön und irgendwie renne ich voll schnell. Und hier ist doch immer irgendeine Olle, die mich anspricht. Ich will mal gerne wissen, was damit zu tun hat. Ich glaube, Colette heißt sie. Wie die aus Tales of Symphonia. Und ja, ich habe mir schon vorgenommen, was wir hier machen.
Na, erstmal nehmen wir das hier. Wie ist es mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ich habe Kenjis Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause. Gesund und munter. Das ist toll. Sprich doch noch weiter aus, dass deine Sündzuflucht ist. Für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Lass von dir hören, Spürnase. Und das war's. Oh. Leck mich. Ey. Ich mal irgendwas bekommen. So, wo ist die eine jetzt hier? Die spricht mich immer an, wenn ich hier in Diamond City bin. Jetzt sind wir ja mal wieder hier. Jetzt kann ich auch mal endlich mal antworten, anstatt immer wegzurennen. Wo ist denn die? Hey, frag mal deinen Ritter, ob sie da oben in ihrem tollen Schiff auch Shuffleboard spielen. Was? Bin ich vollkommen bescheuert? Ja klar, die du mit so ein Hammer hier tun, die spielen. Na, wo ist sie? Ernsthaft, jedes Mal, wenn ich hier bin, labert die mich an. Jetzt ist sie natürlich nicht da. Ja, sogar dich habe ich vermisst. Neue Dingens. Zwei. Ich weiß nicht, wieso wir Valentine erlauben, in der Stadt zu leben. Er rettet ein, zwei Leute und schon vergessen alle, dass er eins. Warte mal. Hey, bist du dieser Händler aus Quincy? Schon Dingens, das heißt Home Run oder so. Irgendeine. Ein Archivment oder so. Und dann letzte Dinge. Ich meine, es gibt eine Trophäe, die heißt irgendwie Home Run. Oder irgendwie sowas. Drei, wo ist das vierte Teil? Schöner Tag, was? Wer braucht einen Haarschnitt? Jeder! Komm, trete näher! Wo ist denn das vierte Teil? Da bin ich mir halt hier nur ein. Das ist auch so eine Base, oder? Das soll irgendwo hier sein. Ja, warte mal, das ist doch ein Teil hier, ne? Ich kenne dich nicht, Mann. Das Zentrum des Handels in ganz Diamond City. Warte mal, geht doch gar nicht. Ich hoffe, die eine taucht jetzt mal hier langsam auf. Arsch mich doch hier. So, drei. Zwei. Eins. Hier. Ja. Mach mal. Sieh das? Nein. Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück aus echtem. Ein Schlagholz, das ist eine Waffe. Nee, klappt nicht, verdammt. Ich dachte. Doch! Geil. Oh, ich finde gut, wenn sowas funktioniert. So, okay. Die Olle taucht natürlich jetzt nicht auf. Jetzt, wo ich mal auftaucht. Da habe ich schon mal mit der gesprochen. Ich weiß das gar nicht mehr. Schon so lange her, seit wir hier gewesen sind. Willst du mal eine random Trophäe? Wahrscheinlich rennt die jetzt hier die ganze Zeit durch die Gegend, während ich hier durch die Gegend renne, ne? Was soll's, okay. Dann weiß ich, was wir noch machen. Und zwar machen wir hier, verschollene Patrouille. Dazu müssen wir zur Pridwin. Oder? Ja, zur Pridwin. Weil, das war wie folgendermaßen. Dieser eine Typ in diesem Bunker, den musste man irgendwie überreden. Und erst danach hieß es, dass ich mit hier Captain Sohn so reden musste. Und dann konnte ich die Mission fortsetzen. Also, die ganze Zeit stand ja bei mir immer, ich soll mit Dance reden. Und
Ich hätte dann einfach mit diesem Typ im Bunker reden müssen und den überreden müssen. Und dann konnte ich anscheinend hier mit irgendjemandem reden. Glaube ich. Und ja, dann können wir die Mission hoffentlich abgeben. Und dann weiß ich nicht. Weil dann tut sich irgendwie nichts. Also ich glaube, das liegt irgendwie hier mit der Mission zusammen oder so, ne? Leute, Kursritter, lass mich eine Sache klarstellen. Als Mitglied der Bruderschaft unterstehst du meinem Befehl. Wenn du meinen Respekt willst, musst du ihn dir verdienen. Wenn ich dir eine Mission zuweise, erwarte ich Ergebnisse. Ist das klar? Okay. Voll und ganz. Gut. Ich weiß von deiner Suche nach dem vermissten Erkundungsteam. Ah. Ich möchte Ergebnisse sehen. Hast du mir etwas zu melden? Ich habe meine Untersuchungen zum verschwundenen Team abgeschlossen. Paladin Brandis war der einzige Überlebende. Ja, war dieser alte Mann im Bunker. Was ist mit ihm geschehen? Ich habe ihn überredet, zur Bruderschaft zurückzukehren. Gut gemacht. Er wird Probleme haben, sich wieder an das Leben in der Bruderschaft anzupassen, aber seine Erfahrung wird uns nutzen. Nun gut, gibt es sonst noch was? Möchtest du ihre Holobänder haben? Danke. Ich sorge dafür, dass die Angehörigen... Ah, da sind diese ganzen Dinger, die bei mir im Ding schon... Wie wird die Bruderschaft vergammeln? Sie haben sich der Mission tapfer gestellt. Sie haben ehrenhaft gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Sie lebten und starben gemeinsam. Als Brüder. Das bedeutet es, ein Mitglied der stählernen Bruderschaft zu sein. Oh, ist das Stähler. Das ist alles. Ich schreibe einen Brief. Wer ist alles? Eigentlich. Außerdem möchte ich dir eine neue Rüstung geben. Trag sie mit Würde. Okay. Boah, geil. Standhafte. Ja, eine Bruderschaft-Kampfrüstung. Ja, eine Gesundheit. Boah. Das war keine einfache Mission, Ritter. Gut gemacht. Im Nein. Augenblick habe ich dringendere Angelegenheiten, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe Berichte über verschwundene Vorräte aus unserem Versorgungslager am Flughafen erhalten. Ist vielleicht ein internes Vergehen. Okay. Falls ja, ist das ein schweres Sicherheitsrisiko. Genau das macht mir Sorgen. Wenn es einen Verräter gibt, könnte unsere gesamte Operation gefährdet sein. Ja, aber ich sollte vielleicht ein paar Missionen machen, bevor ich ins Institut gehe, oder? Melde dich bei Ritter Sergeant Gavil auf der Basis. Er befehligt unsere Logistikabteilung. Er erklärt dir alles über seine... Technische Dokumente kann ich auch mal abgeben. Darüber hinaus kannst du die Untersuchung nach Belieben führen. Melde deine Erkenntnisse direkt an mich. Ist das klar? Ja, Sir. Ich erwarte Ergebnisse. Bring sie mir. Wegtreten. Okay. Hey, was ist mit dir jetzt? Warte. Stimmt was nicht. Wir direkt eine neue Mission, ja? Die Brüderschaft. Das Bild. Ja, jetzt unten. Okay. Gut, haben wir die Mission endlich abgehakt. Jetzt schmälern sich langsam die Missionen. Also, jetzt allgemein ganz. Ist aber geil, ne? Okay, runterladen. Und ich mein Ladebildschirm. Nicht wirklich. Sehr gut. Boah, ich freue mich irgendwie, ob wir wieder hier sind. Da gibt mir voll eine ab. Komm schon! Das sind wir noch nicht klappt mit dem Home Run Dingen. War eigentlich nur so ein blöder Gedanke. So, mehr ist ergeben oder wie auch immer. Ich baue schon mal jemals hier drin. Du inspirierst uns alle. Mach uns stolz. Ja, mach ich schon. Darf ich raten? Captain Kells hat dich geschickt. Der Captain hat gesagt, du könntest mir was über die verschwundenen Vorräte erzählen. Ziehen wir uns dafür lieber zurück. Komm mit. Aus diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager gemacht.
Alles, was die Bruderschaft benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Pritwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und die Ich vergessen, technische Dokumente abzugeben. Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden. Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Ansonsten steh uns nicht im Weg. Ach, Alter, sind die hier freundlich. Sir. Wie er ihn einfach zurechtweist, sehr gut. Wo soll ich mit meiner Untersuchung beginnen? Nirgendwo. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Sie haben nichts gesehen. Tegans Gelehrte haben mal wieder die Bücher durcheinander gebracht. Wenn du jemanden befragen willst, nerv Lucia oder Clark. Die kann ich entbehren. Kennt? Lucia und Clark. Ritter Lucia und Anwärter Clark. Sie wurden vor einigen Wochen hierher verlegt. Sie machen sich noch mit allem vertraut. Aber bald habe ich sie soweit. Wenn du jemanden nerven musst, dann nimm die beiden. Erzähl mir von der Logistikabteilung. Ich leite diese Einheit seit fast 10 Jahren. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir halten zusammen. Und wir halten die Bruderschaft am Laufen. Das ist erstmal alles, Sergeant. Mein Ratschlag? Stoche ein bisschen rum, dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert, oder meine? Oh, dann kriege ich keine Erfahrungspunkte. Sehr gut. Gut, dass du meinen Rücken gedeckt hast, ne? Wir sind Bros. Okay. Was geht ab? Kupferdraht. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Ritter? Ich führe eine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte durch. Der Captain hat einen Ermittler eingesetzt? Ist es wirklich so schlimm? Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Es sind Röhren verschwunden? Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proctor Tegan und seine Gelehrten sind sehr gründlich. Maximal 1-2 Kisten, aber nicht so viele. Wie sind hier die Sicherheitsmaßnahmen? Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Wie ist das so in der Logistik? Gar nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart. Ich weiß alles. Ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl. Ich habe Ahnung von Logistik. Wie Clark. Was ist mit Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir treffen uns immer wieder. Wer war es? So. Das ist erstmal. Ich habe keine Ahnung, wer er ist oder wo er ist oder was er macht, aber ich sag's jetzt schon, er ist der Killer. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Brahmin. Also hier, ich glaube, ich habe ihn. Das ist mal eine echte Herausforderung. Bleib weg von wilden Ghoul. Es sei denn, du möchtest dir die Strahlenkrankheit holen. Bist du wegen der Diebstähle hier? Ich habe Sergeant Gavel schon alles gesagt. Du hast schon mit Gavel gesprochen? Er hat die ganze Einheit befragt. Keiner hat etwas gesehen. Also, ich möchte dem auch auf den Grund gehen. Was willst du denn wissen? Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Ich arbeite normalerweise nachts. Glaub mir, da stirbt man höchstens an Langeweile.
Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Das war die mickrige Basis. Im Vergleich mit der Zitadelle aus Fallout 3. Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Ja, und selbst wenn jemand ins Vorratslager kommt, sind ständig Ritter im Dienst. Wir würden was sehen. Erzähl mir von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute, irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Pod der Tegan auf der Pridwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Lucia. Entschuldigung, Ritter Lucia. Wir sind der Bruderschaft gemeinsam beigetreten. Sie kommt wohl bald in ein Patrouillenteam, während ich hier bleibe. Das ist alles, Anwärter. Sir. Okay. Muss schon wieder Detektiv hier spielen. Oder wie? Nichts gefunden? Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Also, ich habe jeden Soldaten in der Einheit befragt. Ich habe nichts gefunden. Du wirst nichts finden. Wenn du unbedingt weitermachen willst, nerv meine Leute nicht, sondern such nach handfesten Beweisen. Du hast die Unterstützung des Captains. Du kannst jede verdammte Koje auf der Pridwin durchsuchen und niemand würde dich aufhalten. Also, brauchst du noch irgendwas von mir? Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man den Gelehrten glaubt. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac. Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für uns. Bestimmt ein Kind. Das ist alles. Irgendwie ein verhungertes Kind oder irgendwie sowas. Aber nicht ein Kind hat irgendwie. Was weiß ich. Ein Hund oder so versteckt und den füttern muss oder irgendwie sowas in der Art. Gehört, du hast einen neuen Auftrag. Ja, Forschungspatrouille. Ha, auf Einsatzgelehrte aufpassen. Toller Job. Besser als Wachdienst. Warum? Was hast du? Komm. Mach keine Witze. Nach der nächsten Rotation geht's los. Ich lasse dir ein paar Supermutanten übrig. Okay. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Ich gut, dass hier überall Munition liegt. Nur der versagt. Ich bin ja noch nie umgeschaut. Sollte ich vielleicht mal nachholen. Ich bevorzuge ja Laser. Das war größer, als ich gedacht hätte. Man fühlt sich jetzt so viel besser an hier. Ohne Power Armor rumzulaufen. Aber ich finde Beweise, glaub mal. Denn ich bin sehr, sehr hartnäckig. Und sehr, sehr aufdringlich. Und sehr, sehr nervig. Da könnt ihr jeden fragen. Im Gegensatz zu der Zitadelle, welche irgendwie so in so ein Stadion wieder war, so Kranen hier irgendwie die Türen blockiert haben und so, irgendwie die Türen hochgezogen haben und so, ist das da voll die läppische Basis. Diamond City ist schon eine bessere Verteidigung. Achtung, beachten Sie, dass sämtliche gefundenen Dokumente historischer, technologischer oder sozialer Natur unverzüglich bei Proctor Quinlan abgegeben werden sollten. Die war alles, ne? Das wäre alles. War da noch was? Das wäre alles. Wenn er schon Experte ist, wenn er schon expertenmäßig verschlossen ist, ich mache erst mal die andere hier auf. Einsteiger. Die würden das Schloss doch nicht hier so schwer verschließen, wenn das Dingens ist hier, wenn da nix ist. Was? Lucias Notiz oder an Lucia war das, ne? Ja,
das war super. Was ist denn das? Wie ist das Ding jetzt nochmal? Verdammt, wie ist der Teil nochmal? Von Lucia. Boah. Was soll mein Spinnen? Klar, was ist los? Nach allem, was wir gemeint haben, haben wir gar nicht mehr. Das ist wirklich viel selbst von jemand wie dir. Wenn du meine Sachen noch einmal anfasst, wäre ich dich beim Captain. Bringen Sie einem in der Grundausbildung nicht bei. Warum hat die den Zettel da drin gehabt? Wie schön. Unter Lucias Aufzeichnung. Warum ist das bei... Was? Ja, als Anwälte, morgen früh ich mich mal. Ich war nur, dass Clark jetzt irgendwo nicht mit mir leben wird. Ja, mein Tag, einige meiner Freunde warten. Ja, so, Clark jedoch nicht. Ich verstehe schon, ihr könnt euch nicht leiden. Ja, wir lagen sich nicht noch. Okay, er war's. Er ist der Mörder. Ich sag's doch. Warte mal, technische Dokument. Und hier? Nee. Warte mal, verdammt. Hi. Ritter, hast du vielleicht... Ich habe technische... Hervorragend. Hier sind die versprochenen. Denk dran. Ich tausche nach von Ich durchsuche jedes... Muss mir nicht sagen, dass ich alles durchsuchen muss. Ich tue immer alles durchsuchen. Ich mache nichts anderes in dem Spiel. Es ist traurig, weil es wahr ist. Ja, die haben sich wieder aufgefüllt. Ja, die Mission möchte ich nur erledigen. Wenn es geht. Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr in dem Part. Nein. Will ich irgendwie im nächsten Part schon mit dem Institut hier weitermachen. Der Verletzung solltest du mal zur Ritter-Captain gehen. So direkt in einem Part. Michael hat für die Bruderschaft gemacht, ne? Vielleicht haben die mich auch angegriffen, weil ich hier Dr. Lee überredet habe, die das Institut zu verlassen. Ja, vielleicht haben die mich angegriffen, weil ich dieses Terminal gehackt habe. Oder weil ich in diesen einen Raum reingegangen bin. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es jetzt diesmal verhindern. So. Ich zieh mal meine Charisma-Klamotten an. Ich weiß doch, ihr wieder hier, mit dir vor sich geht. Oh mein Gott, er hat einen Hut angezogen. Aha. Du bist für Clark eingesprungen. Warum? Was? Wovon redest du überhaupt? Ich habe dein Tagebuch gelesen, Lucia. Ich will wissen, was hier los ist. Was? Ich. Ich gestehe. Clark und ich sind gemeinsam zur Bruderschaft gekommen. Er ist seit Jahren mein bester Freund. Aber... Seit der Schlacht entfernt er sich von mir. Die Schlacht? Die Schlacht um den Flughafen. Das war unser erster richtiger Kampfeinsatz. Das war ein Bild. Die Pridwin mit voller Vertibird-Eskorte. Geschütze feuerbereit. Wir waren eines der ersten Teams. Als sie hingekommen sind. Von wilden Ghoulen. Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie. Dann jagten wir die, die entkommen wollten. So hatte ich es mir erhofft. Aber Clark ist seitdem nicht mehr derselbe. Als hätte er einfach aufgegeben. Seitdem verschwindet er allein ein oder zweimal am Tag. Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, aber
Könntest du ihm vielleicht folgen? Sehen, was er macht? Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein. Vielleicht ist es nichts, aber ich mache mir Sorgen. Krieg stellt die Starken und bricht die Schwachen. Wenn es das war, wäre er nicht der Erste. Das ist keine große Spur, aber sehen wir, wohin sie uns führt. Okay. Ich würde aber doch sagen, das zieht sich doch noch hier ein bisschen. Dann würde ich das hier kurz beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge für Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen, renn mir bloß nicht weg. Und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.